Pac-Man! Pac-Man! Genau, Nick, wir spielen Pac-Man. Ich wusste nicht, dass man Pac-Man zu zweit spielen kann. Aber zumindest weiß ich bei Pac-Man, wie es geht. Also so grundsätzlich. Bin ich die Kirsche? Du bist die Kirsche. Nick, du bist meine Kirsche. Oh. So. Das hast du lieb gesagt. Ja, wenn ich dich esse, dann verwandeln sich alle Feinde in Bonbons. Cool. So, zwei Spieler. Ich esse mich mal bitte nicht. Okay, dann machen wir das so. Wir sind jetzt, glaube ich... Bist du die Geister? Ich steuere den Pac-Man. Ich steuere gar nichts. Aber wir spielen doch zu zweit. Vielleicht spielen wir nacheinander. Ach, vielleicht ist das Wettbewerbszeit irgendwie, ja, oder sowas. Oh, scheiße, Alter. Ich habe vergessen, wie schwer Pac-Man ist. Das ist quasi untragbar schwer, oder? Nö, ja, ist schon... Man kann das schon hinkriegen, aber es ist jetzt nicht geschenkt. Ich komme noch nie so schnell nach da unten. Hahaha. Ist ja gemein, dass die sofort wieder auftauchen. Das wusste ich nicht mehr. Ich muss weg. Okay, jetzt haben sie mich. Nein, haben sie nicht. Haha. Aber wie gut du das kriegst hier. Ja, muss ja. Einer muss es ja tun. Ja. Mann, das Problem ist, die Steuerung ist dahingehend so ein bisschen schwammig, dass, dass man nicht jede Abzweigung sofort kriegt, weißt du? Das ist ja ein bisschen. Das ist ganz fantastisch. Ich glaube, ich spiele einfach nicht mehr mit. Aber ich. Oh Gott, ich bin jetzt so gut wie tot. Ja. Fuck! Ah, das war. Puh! Gut, dass ich keine Zeitbegrenzung habe. Ah, shit. Ach, ihr hässlichen Viecher! Sind eigentlich ganz süß. Oh, das war knapp. Ich drück die ganze Zeit nach links. Ich will... Nein! Jetzt lass mich doch! Mann! Oh, guck mal, wie er zerfällt. Wie er zerplatzt. So, bist du jetzt dran? Ja, sieht so aus. Cool. Also ein echter Versus-Modus. Wer es weiter schafft. Ist aber geil, wenn jetzt so ein richtiger Pac-Man-Profi auf der einen Seite sitzt. Was gibt das Ding hat ja auch irgendwie 99 Level oder so. Hast du, es gibt noch mehr Level? Ja, ja, naja, die laden immer neu. Also. Ich glaube, die. Das Labyrinth ist immer ein bisschen anders. Ja. Oh, habe ich wohl gewonnen, würde ich sagen. Ja, ich habe noch nie mal mit dem Pac-Man gespielt. Das war das erste Mal? Ja. Oh, Nick, das ist ja toll. Du kannst den jetzt nicht steuern, ne? Nee. Okay. Ach, ich darf dann direkt da weitermachen oder was? Ja. Wo ich aufgehört habe? Ist ja geil. Okay. Das ist ja witzig. Das ist aber ganz schlau gemacht, ne? Dadurch langweilt sich nicht einer stundenlang so. Ja. Also, sowieso nicht, weil... Scheiße. Highscore ist übrigens 10.000. Fuck you. Dafür muss man aber auch alle Geister immer fressen und so, ne? Also, es ist... mega schwer. Aber du merkst auch, ne, es ist ein bisschen schwammig, man kriegt nicht immer die Abzweigung sofort. Ich weiß nicht genau, was man da machen muss, dass das besser läuft, aber... Ich hoffe jetzt einfach mal, scheiße mit der einen Bombe. Mit der einen Pille. Ich finde an... Ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich, an der Stelle müsste man jetzt eigentlich dieses berühmteste Pac-Man-Trivia bringen, nämlich, dass Pac-Man eigentlich mal Puck-Man heißen sollte, weil er daher kommt, dass der Erfinder... ein Puck, also ein Eishockey- oder Hockey-Puck im Sinn hatte, als er an ihn gedacht hat. Ja. Dann hat man ihn aber nicht Puckman genannt, weil man zu viel Angst hatte, dass die Kinder in Amerika aus dem P ganz leicht ein F machen auf dem Automaten. Das ja irgendwie auskratzt. Und der dann Fuckman heißt. Das war tatsächlich der einzige Grund, warum der mit A geschrieben wird, der Kleine. Oh, fuck! Schade. Ja. Game over. Ich bin Game over, aber du darfst noch, glaube ich. Ja. Aber du bist ja auch noch nicht ganz so weit. Du wolltest jetzt aber auch sterben. Okay. Ich finde den Modus gar nicht so doof, wie schon gesagt. Ich finde es ganz... Ja, ah, fuck, genau, da wurde der gerade raus. Ich finde es ganz cool, dass man immer so abwechselnd dran ist. Ja. Ist eigentlich ganz nett. Ganz ist ein bisschen beim Golf, weißt du, dass immer einer schlägt oder beim Minigolf oder so.
Dann der nächste. Okay, na gut. Das, wir haben noch ein bisschen Zeit, das kriegen wir, das kriegen wir auch besser hin. Müssen wir nochmal. Das auf jeden Fall. Pac-Man macht aber, glaube ich, auf dem Automaten tatsächlich noch minimal mehr Spaß. Ja. Weil du da diese andere Steuerung hast mit dem richtig Knüppel. Das ist schon ganz lustig, also mit dem kleinen Joystick. Aber ich habe zu Hause keinen Automaten. Nee, leider. Das stimmt. Fuck! Boah. Wow. Glück gehabt. Alter, ich will hier noch raus. Ich habe jetzt 5-mal da irgendwie nach oben gedrückt. Ist nie geschafft. Irgendwie wollen die Geister gerade nichts von mir, habe ich das Gefühl. Nee. Gut, dann ist das okay für mich. Ab. Scheiße. Den hattest du schon gefressen. Der war auch so blau. Ja. Also ein bisschen heller. Was bringt eigentlich die Kirsche? Ich glaube, das sind Bonuspunkte. Ohne es, ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ihr Arcade-Profis da draußen dürft mich natürlich korrigieren. Die Kirsche mag auch einen anderen Zweck erfüllen. Vielleicht ist sie auch als Dessert gedacht. Oder es ist wie wenn man in den Supermarkt geht und irgendwie ganz viel fettiges Zeug kauft und dann aber noch so einen Apfel dazu legt, damit der Verkäufer nicht schlecht über einen denkt. Wahrscheinlich ist der isst ja die ganze Zeit Tabletten. Ja. Und der legt dann eine Kirsche und ein bisschen Obst dazu, weil der Apotheker soll ja nicht denken, dass er tablettensüchtig ist. Also, er kauft ja Tabletten nur als ein Teil seines Einkaufs. Ah, das war jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, gar nicht so schlecht aus. Das ist okay. Ich habe jetzt hier, glaube ich, schwieriger, das alles zu holen. Weil es so aufgeteilt ist. Weil du den unteren Teil jetzt ganz easy noch räumen kannst. Na, kommt nach oben. Puh. Rechts. Nein, ich drück doch nach links die ganze Zeit. Ja, das funktioniert nicht. Ah, aber souverän gemanagt. Ich habe aber auch tatsächlich relativ viel Pac-Man schon gespielt in meinem Leben. Ich hatte eine Phase vor ein paar Jahren, wo ich auf dem iPad das gesuchtet habe. Eine Pac-Man-Version, es gibt ja hunderte Versionen davon. Ja, das war auch knapp. Alles aufgeräumt. Souverän, möchte ich sagen. War auch nicht so besonders geiler Highscore. 2780. Der rechnet dann zu so. Ich dachte, du bist dran. Ich hab grad nicht mitgedacht. Beziehungsweise ich wusste es auch nicht mehr so genau. Na komm, Papa. Das ist natürlich mal relativ wertvoll, dass man gleich 200 Punkte auf einmal holt. Und beim nächsten, den man frisst, gleich 400. Ja. Da kommt man natürlich dann auch relativ schnell. Mann, ich dachte, ich krieg ihn noch. Oh, es ist gemein. Tja, aber er hat schon geblinkt. Es war schon eine Warnung da. Ja, ich hab's ja gesehen. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Ist ein bisschen wie bei der Erde, die überall Hurricanes produziert. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Also wir schon, aber andere Menschen. Die blinkt quasi auch schon, die Erde. So. Haben wir ein bisschen hier schlechte Laune Klimawandel mit untergebracht. Ach Nick, du schaffst es aber auch immer wieder. Ja, was sollte ich denn da machen? Ja, ich wollte ja auch zu dem Fressding. Den Sporenantrieb anwerfen und einmal dich irgendwo anders hin teleportieren. Na, das ist falsch. Falsche Serie. Verdammt. So. Hab's. Ah, Erdbeere! Nein! Geht die... Ja, also bringt 300 Punkte. Ich verstehe das jetzt mal so als Bonuspunkt-Ding. Ja. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Mann, hier ist doch gar nichts da hinten. Warum bin ich denn hier? Da muss ich mich jetzt mal selber kritisieren. Ja, Ausführung mangelhaft. Ah! I wanna go. Oh, shit, Alter. Die wollen mich fressen. Oh, ich hab Angst. Ich hab so much Angst. So much. Vor allem der Braune, der folgt einem ja immer. Ne? Oh. Tut er das? Ja, die haben ja alle unterschiedliche Laufmuster. Der eine folgt einem immer, der andere versucht einem den Weg abzuschneiden. Der vierte ist von komplett erratisch. Und der dritte, weiß ich nicht mehr, der macht auch irgendwas. Also so eine Art Verhaltensweise. 5800. Finde ich nicht so schlecht. Ja, mehr als die Hälfte des Highscores. Ich hätte jetzt schon gehofft, dass ich den Highscore schaffe, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, ich glaube, ich wäre vor 20, 30 Jahren auch ein ganz guter, also ganz, ganz leidenschaftlicher Spieler gewesen, weil als es noch nur Highscores gab, so ein bisschen, um einen zu motivieren.
Also ein bisschen motiviert mich das schon. Siehst du, hast auch den ersten geklärt. Ja. Nicht schlecht. Aber mit 700 Punkten weniger. Ich nehme das mit Genugtuung da. Aber noch hast du alle Chancen. Ich habe das auch schon relativ viel im Computerspielmuseum gespielt. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich war jetzt ja schon 5-6 Mal da, stehe ich bestimmt immer eine Viertelstunde beim Pac-Man-Automaten. Also, ist jetzt nicht mega viel. Oh, holt den Geist, holt den Geist. Ja. Die schnellen 200 Punkte. Vorsicht. Oh. Ah, fuck. Alter, doch nicht dahin, wenn der da wieder auftaucht. Ich habe nicht dran gedacht, dass der wieder auftaucht. Ja, aber das sind doch schon deutlich, wir haben uns deutlich gesteigert, möchte ich sagen. Ja. Was mal. Gut. Ja, das war dann eine kurze Folge, oder? Das war eine kurze Folge. Wir haben Revanche gehabt, jeder durfte zweimal. Ja. Ich finde, mir macht das mal Spaß. Ich finde nur die Steuerung ein bisschen schwammig hier mit diesem Steuerkreuz. Ja. Das ist. Oh, guck mal. Blinky, Pinky, Inky und Kleid. Das ist ja die. Das sind 8,10 Punkte und 50 Punkte. Das ist ja die. Genau hier, das ist nämlich Shadow, der eine folgt dir immer. Speedy, der ist wahrscheinlich schneller als die anderen oder so. Also die haben alle so eine. Das war damals elaborierte KI. Also tatsächlich, weil die ja wirklich vier verschiedene KI-Muster. Und diese Einblendung, die da eben kam, die hat das damals, glaube ich, nicht erklärt. Weil ich habe nämlich mal gehört, dass Spieler das teilweise wochenlang gespielt haben, ohne so richtig zu verstehen, welcher was macht. Mhm. Also das würde ja nicht stimmen oder gehen, wenn das nach jeder Partie eingeblendet wird, dass die Eigenschaften haben. Naja, gut. Schönes Spiel, Pac-Man mag ich immer noch. Ich kann empfehlen, Pac-Man 256 heißt das, glaube ich. Das gibt es auf dem iPad. Das ist eine richtig coole Pac-Man-Version, die so in isometrischer Perspektive ist. Und funktioniert genauso wie Pac-Man, aber es ist so von schräg oben sozusagen. Also, ja. Und das macht richtig Fehls. Also um das alte Wort Fehls mal dafür zu benutzen. Genau, das kann ich empfehlen. Gibt's im Unterholungszentrum. In Berlin, genau. In Berlin. Das gibt es, glaube ich, sowohl für iOS als auch für Android-Tablets. Also einfach mal ziehen und Spaß haben. Na, oder aber in der nächsten Spielhalle eures Vertrauens. Genau, die es in Deutschland nicht gibt, weil die eingegangen sind vor 30 Jahren. Schade. Ja. Also dann müsst ihr doch an den einhemmigen Banditen. Oder ihr fahrt mal nach Berlin ins Computerspielmuseum in der Frankfurter Allee und da könnt ihr das auch spielen. Die haben nämlich einen Pac-Man-Automaten. Miss Pac-Man haben die, aber es ist dasselbe Spiel. Nur mit einer roten Schleife. Genau. Was ganz anderes. Es ist was völlig anderes. Es ist die erste Videospielheldin offiziell. Weil sie noch vor Samus Aran ist. Also die erste offizielle Frau als Videospielhelden. Ich meine, sie ist auch nur ein gelber Blob mit einer roten Schleife im Haar. Ja, aber hat einen Mist davor. Darum. Ja, hat einen Mist davor. Ist also egal. Mist. Wunderbar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war Pac-Man. Ciao. Tschüss.